Und bei den Themen, die ich ansprechen möchte, möchte ich natürlich mit Griechenland beginnen. Wir glauben, dass das, was gestern passiert ist, diese Unterwerfung des griechischen Parlaments unter das Diktat der Finanzmärkte und deren Vollstreckungsbeamtin, den Angela Merkel, dass das ein schlimmer Tag ist für die Demokratie in Europa. Es bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass die Bevölkerung Griechenlands in die Verzweiflung getrieben wird. Es wiederholt sich zunächst in Griechenland, ich fürchte dann anschließend in Portugal, in anderen Ländern, etwas, was in Deutschland in den 20er und zu Beginn der 30er Jahre stattgefunden hat, als der Reichskanzler Brüning mit Spardiktaten die deutsche Volkswirtschaft ruiniert hat. Wir wissen, zu welchen fürchterlichen Folgen das in Deutschland geführt hat. Die Nazis sind dann durchgekommen. Wir sind in größter Sorge um die Demokratie, nicht nur in Griechenland. Was wir in Griechenland erleben, ist, dass eine vom Volk nicht gewählte Regierung ihr eigenes Parlament erpresst, weil sie selber erpresst wird. Und das hat alles mit parlamentarischer Demokratie und mit Durchsetzung des Volkswillens nichts mehr zu tun. Im Übrigen, es ist eben nicht so, dass Griechenland gerettet wird, sondern es ist so, dass die Besitzer griechischer Staatsanleihen gerettet werden. Heute haben wir an den Börsen wieder den größten Kurssprung für die Banken. Die Börsen sind da ganz ehrlich. Wir zeigen, wer gerettet worden ist. Das griechische Volk wird der Verelendung preisgegeben. Das Bankensystem wird gerettet. 85% der Mittel für den sogenannten Bailout gehen in den Finanzsektor und nicht etwa in die griechische Wirtschaft. Wir wiederholen aus diesem Anlass unsere Forderung. Es ist absurd, dass die Europäische Zentralbank 500 Milliarden, wer auch immer sie genommen hat, 500 Milliarden zur Verfügung stellt, um sie den Banken zu geben für einen lächerlichen Zinssatz, damit diese dann anschließend Staatsanleihen kaufen und dabei noch ihren Schnitt machen. Es kann kein Mensch verstehen, warum diese riesigen Beträge nicht genutzt werden, um die Kreditversorgung der Staaten direkt zu bewerkstelligen. Und dass das so gemacht wird, dass dieser Umgehungstrick gemacht wird zum Wohle der Banken, ist erzwungen durch die deutsche Bundesregierung. Dabei hält sich diese Regierung noch nicht mal an die Beispiele ihres eigenen Landes. Ich will Ihnen mal sagen, versuchen Sie sich im Moment vorzustellen, dass die Stadt Duisburg gerätet würde von Standard & Poor's und anschließend an den internationalen Finanzmärkten sich Geld leihen müsste. Es wäre das Ende der Stadt Duisburg, übrigens auch vieler anderer Städte. Die Stadt Duisburg bekommt aber ihr Geld von der Sparkasse und vom öffentlichen Bankensektor, und zwar deswegen, weil zunächst das Land und dann der Bund für die Kredite garantiert. Nur im Falle Griechenland und Portugal machen dieselben Leute, die vom vereinten Europa erfaseln, machen das Gegenteil, liefern diese Staaten den internationalen Finanzmärkten aus. Und deswegen, die Kernforderung ist, die Kreditversorgung der Staaten muss losgekoppelt werden von den internationalen Finanzmärkten, muss direkt erfolgen. Sonst wird das nie aufhören, sonst werden die Spekulanten immer weitermachen. Und es wird eine Volkswirtschaft nach der anderen in den Ruin getrieben. Die deutsche Regierung sollte nicht die Illusion haben, dass man einen Kurs der Verelendung für andere bei gleichzeitiger Gewinnersituation aufrechterhalten kann. Es wird uns auch früher oder später erwischen. Ich will Ihnen ein paar aktuelle Zahlen nennen. Wir haben im letzten Quartal in Deutschland, das scheint sich den Spekulanten noch nicht erschlossen zu haben an den Börsen, einen Rückgang der Industrieproduktion gehabt in Deutschland von 7,4%. Des nominalen Warenexports von 4,3% und der realen Industriebestellungen, wenn man den volatilen Fahrzeugbau rausrechnet, von 7,9%. Im Inland übrigens sogar von 14,9%. Das heißt, wenn so weitergemacht wird, und Sie sind ja offensichtlich finster entschlossen, so weiterzumachen, schwarz und gelb,
dann wird am Ende natürlich auch Deutschland mit betroffen sein. Unsere Bevölkerung ist es im Übrigen jetzt schon, weil wir haben ja in ganz Europa die Situation, dass die Staatsverschuldung, das kann jeder sehen, wenn man sich die Kurven anguckt, in die Höhe getrieben wurde, Ende des Jahres 2008, in gigantischem Umfang. Und zwar nicht irgendwie durch Sozialstaat oder Sozialstaatskosten, sondern nur, weil die internationalen Finanzsysteme rausgebraucht wurden und die Banken. Das hat die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben. Und bezahlt wird das von der breiten Masse der steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger. Wir haben in Deutschland, das wissen Sie, das Elend, dass die prekäre Beschäftigung, wie das so schön heißt, also die Beschäftigung zu Armutslöhnen immer mehr zunimmt. Wir werden jetzt als Fraktion, wir waren schon in der ersten Lesung, uns intensiv beschäftigen mit dem neuen Ausbeutungssystem, das sich Werkvertrag nennt. Die deutsche Industrie schult ihre Manager jetzt darin, wie man die Gesetze umgehen kann, wie man Stammbelegschaften ersetzen kann durch Werkvertragsbeschäftigte, die dann für 7,50 Euro denselben Job machen, der nach Tarifvertrag für 18, 19 Euro bezahlt werden müsste. Das ist ein gigantisches Umgehungsmanöver. Es ist natürlich deswegen rechtswidrig. Die Gesetzeslage muss aber geändert werden, sodass solche Machenschaften nicht mehr zulässig sind. Die IG Metall hat das Problem erkannt, aber ich glaube, in der Breite der öffentlichen veröffentlichten Meinung hat sich das nur nicht rumgesprochen, dass nach dem Skandal der Leiharbeiter jetzt noch größerer Skandal der Umgehung über Werkverträge erfolgt. Da werden wir ein besonderes Augenmerk drauf richten. Wie gesagt, wir waren schon in der ersten Lesung mit einem entsprechenden Gesetzentwurf. Bin gespannt, wie insbesondere die Sozialdemokratie sich dann bei der Abstimmung verhalten wird. Weil ich bei dem Thema schon bin, möchte ich mich dann gleich dem Saarland zuwenden. Die saarländische Wahl ist natürlich für unsere Partei von ganz herausragender Bedeutung. Wir haben jetzt am Wochenende unsere Nominierungsprozesse abgeschlossen. Ich nehme an, Sie haben das verfolgt. Oskar Lafontaine ist erwartungsgemäß zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Saarland und der Ausgang der Saarlandwahl und die Wochen danach werden von großer Bedeutung sein für die deutsche Innenpolitik. Unser erklärtes politisches Ziel ist das, so stark zu werden, dass jedenfalls in der Theorie eine Regierung von SPD und Linken an der Saar möglich wäre. Wir werden dann, ich denke, wir werden dieses Ziel erreichen. Wir werden dann mit Spannung sehen, ob die SPD sich einmal mehr für die Rolle des Juniorpartners der CDU entscheidet, um anschließend ihre sämtlichen Wahlkampfversprechen zu verraten. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es, so stark zu werden, dass diese Möglichkeit geschaffen wird. Und dann werden wir sehen, wie die SPD sich verhält in dieser Situation. Eine Partei, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, die sich beharrlich weigert, den Ministerpräsidenten zu stellen oder einen linken Ministerpräsidenten zu wählen und lieber den Oberministranten macht für die Union, ist nicht glaubwürdig. Auch mit ihren sämtlichen neuerdings links gewirkten Sprüchen. Wenn man anschließend Regierungen bildet, die das genaue Gegenteil machen und zum Inhalt haben, ist das nicht glaubwürdig. Ein dritter Punkt, der uns beschäftigt, sind die neuesten Nachrichten aus dem Bundeskriminalamt. Ich sage das mal als Jurist und von Hause aus Strafverteidiger, ich bin doch schon auch sehr erstaunt, dass die eigentlich vorgeschriebene Praxis, dass Polizeibehörden ihre Ermittlungsunterlagen so lange aufbewahren müssen, bis das Verfahren abgeschlossen ist, plötzlich da nicht mehr gelten soll. Und die mit der fragwürdigen Begründung gelöscht werden, man hätte sie ja auch beim BKA noch aufbewahrt. Der Verantwortliche ist uns bis heute eine Erklärung dafür schuldig geblieben, warum diese Anweisung erfolgt ist. Das macht ja überhaupt keinen praktischen Sinn. Selbst wenn er der Auffassung ist, er hat sie selber auch noch. Was hat er dann für Probleme damit, dass die Bundespolizei sie auch hat und aufbewahrt? Also das riecht schon alles sehr. Nach Vertuschung, nach merkwürdigen Gebaren. Wir werden Transparenz herstellen. Wir sind sehr froh, wir waren ja die Ersten, die die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss erhoben haben. Die anderen haben sich lange geziert. Wir sind sehr froh, dass der jetzt zustande gekommen ist. Und die wesentliche Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses wird sein, Transparenz herzustellen. Auch über die Vorgänge beim BKA. Auch zum Beispiel über die höchst mysteriöse Tatsache, dass bei X-Morden dieselbe Tatwaffe benutzt wurde.
dass die Ermittler wussten und trotzdem zu dem kühnen Schluss gekommen sind, es ist zwar dieselbe Waffe benutzt worden, aber es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Taten. Das muss man sich mal geben, wie man auf so eine Idee kommen kann. Da müsste die Pistole ja geradezu im Leasinggeschäft immer abgeholt werden können für jeden Mordwilligen in Deutschland. Völlig absurd. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass das alles nach Aufklärung schreit. Unsere Parteivorsitzende ist heute in Dresden, deswegen bin ich hier. Wir mobilisieren heute mit vielen Abgeordneten, mit der Vizepräsidentin des Bundestags, Petra Braun, aus diesem Anlass des Gedenkens an die Bombardierung Dresden gegen die Aufmärsche der Nazis. Heute Abend soll es einen Fackelzug geben der Nazis. Wir rufen auch alle Menschen in Deutschland auf, sich am Samstag an den Manifestationen dort breit zu beteiligen. Und ich nehme das zum Anlass, um noch einmal zu sagen, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Abgeordnete unserer Partei kriminalisiert werden, weil sie sich an Menschenketten beteiligt haben, die das Ziel hatten, diese Nazi-Aufmärsche zu verhindern. Und das ist nicht, erst recht nicht vorstellbar, dass außer den Grünen, das muss ich ausdrücklich sagen, alle anderen Parteien, auch die Sozialdemokraten, der Wiederherstellung der Immunität dieser Abgeordneten nicht zugestimmt haben. Das ist ein beispielloser Vorgang. Und ich erwarte dringend eine Erklärung der Führung der SPD zu diesem Vorgang. Es ist völlig klar, dass die Abgeordneten im Immunitätsausschuss das nicht aus eigener Weisheit gemacht haben und ohne Rückkopplung. Also wenn die Sozialdemokratie sich hergibt dafür, diese Kriminalisierung von passivem, friedlichen Widerstand gegen Nazi-Auftritte mitzubetreiben, dann ist das vollkommen unverständlich. Am Wochenende haben sich sehr viele Menschen in Deutschland mobilisiert gegen das ACTA-Abkommen. Das ist gut so. Und ich will allerdings sagen, es ist uns nicht damit geholfen, dass die Frau Justizministerin jetzt sagt, ja, also vorübergehend wollen sie es mal nicht mehr behandeln. Wir erwarten von der Bundesregierung die klare und verbindliche Zusage, dass sie dieses Abkommen nicht weiter verfolgen wird. Es ist im Kern ja eine putschistisch angelegte Aktion gewesen, dieses Abkommen. Also nichts war so geheim wie die Vorbereitungen zu diesem Ding. Ausgehend übrigens von den USA und Japan. Und natürlich ist das Ziel der ganzen Sache, die Provider selber dazu zu bringen, dass sie Zensur über das Netz ausüben. Im Auftrag großer Medienkonzerne. Das hat mit dem Anliegen Urheberrecht, Schützen von Schriftstellern oder Dichtern oder so gar nichts zu tun. Sondern das hat große Bedeutung für die Interessen großer Pharmakonzerne, aber auch großer Medienkonzerne. Das Ganze ist putschistisch an den Parlamenten vorbei vorangetrieben worden. Kaum einer hat es wahrgenommen. Umso besser ist es, dass so viele, vor allem junge Leute, sich dagegen jetzt aufstellen und jedenfalls der Versuch, das klammheimlich durchzudrücken, wohl gescheitert sein dürfte.